Verbraucherzentrale NRW und ZDF Wieso nebenberuflich selbstständig, Steuern, Recht, Finanzierung, Marketing. Und ich bin angekommen im Kapitel erfolgreich werben mit kleinem Budget. Ich habe aus dem Kapitel bereits vorgelesen, Dreh- und Angelpunkt die Zielgruppe und das unverwechselbare Erscheinungsbild. Und es geht weiter mit klassische Werbemedien und Maßnahmen. Dann geht es weiter mit die professionelle Webseite. Werbung in sozialen Netzwerken, der Umgang mit Kunden und Interessenten, und dann ist auch das Kapitel schon vorbei. Also, ich stelle wie immer meine Eieruhr auf 30 Minuten. Klassische Werbemedien und Maßnahmen. Die Zusammensetzung Ihrer Zielgruppe entscheidet maßgeblich darüber, welche Werbemedien zum Einsatz kommen. Der wichtigste Aspekt ist die Treffergenauigkeit. Je mehr Menschen von denen, die Ihre Werbung wahrnehmen, zu Ihrer Zielgruppe zählen, umso effizienter ist die Maßnahme. Effizient wäre es beispielsweise, sich als Kunsthandwerker mit einem eigenen Verkaufsstand bei einem lokalen Kunsthandwerkermarkt zu präsentieren, weil die Besucher mit hoher Wahrscheinlichkeit an ihren Kreationen interessiert sind. Nicht effizient ist es hingegen, als Werbetext der Radiospots zu buchen, weil nur ein winziger Bruchteil der Hörer zu ihren potenziellen Kunden zählt. Da die nebenberuflich Selbstständigen in der Regel nur ein kleines Werbebudget aufstellen können, konzentrieren wir uns im Folgenden auf preiswerte Werbeformen. Radio- und Fernsehwerbung und ähnlich teure Aktionen lassen wir hier außen vor. So. Die preiswerten Werbeformen sind Anzeigen in Lokalzeitungen und Anzeigenblättern, Flyer und Broschüren, Präsenz auf Märkten und Messen, Fahrzeugbeschriftung, Werbebriefe. So. Anzeigen in Lokalzeitungen und Anzeigenblättern. Wenn Ihre Zielgruppe vorwiegend aus Privatpersonen im Verteilungsgebiet der Zeitung oder des Anzeigenblattes besteht, können Sie auf diese Art und Weise effizient Werbung betreiben. Ein Grafiker kann Ihnen dabei helfen, die Anzeige professionell und werbewirksam zu gestalten. Die Kosten für die Anzeigenschaltung hängen von der Auflage der Zeitung ab und von der Größe der Anzeige. Die Kosten für die Anzeigenschaltung hängen von der Auflage der Zeitung und von der Größe der Anzeige ab. Interessant sind auch Anzeigen im Zusammenhang mit Sonderveröffentlichungen wie zum Beispiel Bauen und Renovieren oder Wellness, da die Zielgruppe so präziser angesprochen wird. Flyer und Broschüren. Auf diesen gedruckten Werbemitteln können Sie Ihre Leistungen und Produkte beschreiben. Die Einsatzgebiete sind flexibel. Flyer und Broschüren können bei befreundeten Unternehmen, zum Beispiel Händlern, zum Mitnehmen ausgelegt oder nach dem ersten Gespräch mit einem Interessenten als Gedankenstütze mitgegeben werden. Dank digitaler Druckverfahren sind die Preise für Druckdienstleistungen auch bei kleinen Auflagen inzwischen für Nebenjobunternehmer erschwinglich. Präsenz auf Märkten und Messen. Präsenz auf Märkten und Messen, vor allem für Anbieter von selbstgemachtem oder von Dienstleistungen für Privatpersonen, bieten sich lokale Märkte und Messen als Werbeplattform an.
Mit etwas Dekorationsgeschick und einfachen Elementen lässt sich ein entsprechender Verkaufs- und Präsentationsstand herstellen, der trotz bescheidenen Budgets einladend auf die Besucher wirkt. Allerdings zeigt die Erfahrung immer wieder, dass die tatsächlich erzielten Umsätze je nach Markt und Umfeld höchst unterschiedlich ausfallen können. Da hilft nur eins. Testen Sie die in Frage kommenden Märkte und vergessen Sie nicht, schon im Vorfeld alle anfallenden Kosten mit den zu erwartenden Umsätzen gegenzurechnen. Hinterher sollten Sie stets eine Erfolgskontrolle durchführen und die Ergebnisse dokumentieren, damit Sie im Laufe der Zeit herausfinden, ob sich die Teilnahme lohnt. Nee, wo sich die Teilnahme lohnt und wo nicht. Fahrzeugbeschriftung. Wenn Sie häufig im lokalen Umfeld mit dem Auto unterwegs sind und dort auch Ihre Zielgruppe zu finden ist, dann kann die Fahrzeugbeschriftung ein wirkungsvolles Werbemittel sein, das keine allzu hohen Kosten verursacht. Werbebriefe. Mit dem Werbebrief können Sie Ihre potenziellen Kunden direkt erreichen, ohne dass Sie den Umweg über ein Medium wie eine Zeitung oder Fachzeitschrift machen müssen. Wichtigste Voraussetzung ist der Aufbau einer Adressenliste, was vor allem in der Anfangsphase einigen Zeitaufwand verursacht. Deshalb ist der Einsatz von Werbebriefen, auch Mailings genannt, immer dann sinnvoll, wenn Ihre Zielgruppe eng eingegrenzt ist und sich die in Frage kommenden Unternehmen problemlos über das Internet oder Telefonbuch herausfinden lassen. Werbebriefe an Privatpersonen kommen für nebenberuflich Selbstständige dann in Frage, wenn die Adressen nicht von sogenannten Adresshändlern teuer eingekauft werden müssen, sondern direkt vom Kunden oder Interessenten kommen. Kunden- und Interessentenadressen sammeln. Gewöhnen Sie es sich einfach an, Kunden nach ihrer Adresse zu fragen und sich zu erkundigen, ob sie mit der gelegentlichen Zusendung von Hinweisen auf neue Angebote oder Aktionen einverstanden sind. Auf diese Weise können Sie oftmals recht schnell eine umfangreiche Kunden- und Interessentenkartei aufbauen. Lehnt der Kunde Zusendungen ab, sollten Sie nicht weiter nachbohren. Beim Formulieren des Werbebriefs sollten die deutsche Grammatik und Rechtschreibung für Sie keine Problemzone darstellen. Lassen Sie im Zweifelsfall lieber jemanden darüber schauen, der eventuelle Rechtschreibfehler ausmerzen kann. Beim Verfassen des Briefs sollten Sie einige Grundregeln beachten. Personalisieren. Personalisieren Sie den Brief. Wenn Ihr potenzieller Kunde von Ihnen einen Brief bekommt, dann hat er es auch verdient, mit Namen angesprochen zu werden. Vielleicht können Sie ja den Namen im Lauf des Brieftextes noch einmal einfließen lassen. Das erhöht die Aufmerksamkeit des Lesers. Doch übertreiben Sie bitte nicht, denn das wiederum wirkt penetrant und aufdringlich. Überschrift. Finden Sie eine kurze, knackige Überschrift, die die Neugierde des Lesers weckt und ihm einen Vorteil in Aussicht stellt. Dialog. Bauen Sie einen Dialog mit dem Leser auf. Sie können mit unserem Produkt machen, ist besser als mit unserem Produkt kann gemacht werden. Zwischendurch können Sie auch ruhig eine rhetorische Frage stellen, die der Leser natürlich in ihrem Sinne für sich beantworten sollte. Nutzen. Stellen Sie den wichtigen Nutzen an den Anfang. Wenn Sie den Brief mit Allgemeinplätzen beginnen, laufen Sie Gefahr, dass er nicht zu Ende gelesen wird, sondern sein Dasein vorzeitig im Papierkorb beendet. Was er tun soll. Fragen Sie
dem Leser, nee, sagen Sie dem Leser, was er tun soll. Soll er Sie anrufen, soll er die Faxantwort absenden, soll er gleich bestellen oder ausführliche Informationen anfordern? Wenn ihm das nicht gesagt wird, tut er meistens nichts. Lesbarkeit. Sorgen Sie für gute Lesbarkeit. Endlose Absätze in einer exotischen Schrift ermüden das Auge. Der Brief sollte nur linksbündig und nicht im Blocksatz, also links- und rechtsbündig gestaltet sein. Das macht ihn lebendiger und ansprechender. Fassen Sie sich kurz. Ihr Leser hat es nicht verdient, dass Sie ihn mit endlosen Ausführungen seine Zeit stehlen. Bringen Sie Ihr Thema klar und deutlich auf den Punkt, dann hat Ihr Brief bessere Chancen. Unterschreiben Sie. Unterschreiben Sie, wenn die Anzahl der Briefe für eine persönliche Unterschrift zu groß ist, können Sie Ihre Unterschrift einscannen und in den Brief einsetzen. Nach der Durchführung der Werbebriefaktion empfiehlt es sich, anhand der Reaktionen eine Erfolgskontrolle durchzuführen. So bekommen Sie mit der Zeit ein Gefühl dafür, auf welche Art der Ansprache Ihre Zielgruppe am besten reagiert. So. Es geht weiter mit die professionelle Webseite. Wie viel ein Internetauftritt kosten darf, steht da. So werden Sie gefunden. Dann kommt auch schon der nächste Unterabschnitt Werbung in sozialen Netzwerken. So. Ein Schluck Wasser und dann geht es weiter. Die professionelle Webseite. Für Selbstständige und Unternehmer ist die eigene Webseite mittlerweile ein Muss. Immer mehr Menschen ziehen bei der Suche nach einem passenden Anbieter zuerst einmal die Suchmaschinen im Internet zu Rate. Sind sie nicht im weltweiten Datennetz präsent, werden sie dort auch nicht gefunden und verlieren potenzielle Kunden. Dabei ist eine eigene Webseite weder eine komplizierte noch eine allzu teure Angelegenheit. Wenn Sie keine große Werbe- oder Online-Agentur, sondern einen freiberuflichen Webdesigner mit der Gestaltung und Programmierung beauftragen, können Sie schon zu günstigen Preisen einen professionellen Online-Auftritt erhalten. In der Regel benötigt der Dienstleister von Ihnen die einheitliche Struktur mit den dazugehörigen Texten sowie Ihr Logo und bei Bedarf noch Fotos. Allerdings sind die Qualitäten und Kompetenzen der einzelnen Dienstleister sehr unterschiedlich und sie spiegeln sich keinesfalls immer im Preis wider. Unerlässlich ist daher die Angabe von Referenz-Internetseiten des Anbieters, bevor Sie sich endgültig entscheiden. Auf diese Weise sehen Sie am besten, mit welchen Stilmitteln der Webdesigner arbeitet und wie er die Vorstellungen seiner Kunden umsetzt. Ideal ist es, wenn der Anbieter bereits Erfahrungen mit Internetseiten aus Ihrer Branche vorweisen kann. Tipp. Selbst informieren. Schauen Sie sich auch die eigene Seite des Anbieters an. Haben Sie den Eindruck, dass Sie dieselbe Geschmacksrichtung haben, sowohl im Konzeptgespräch als auch in der Durchführung sollten Sie darauf achten, dass Ihre Internetseite auch wirklich professionell gestaltet und programmiert wird. Das ist ebenfalls keine Frage des Preises. Eine schlecht umgesetzte Webseite kann für Gestalter und Programmierer denselben zeitlichen Aufwand verursachen wie eine gut
Punkte. Eine schlecht umgesetzte Webseite kann für Gestalter und Programmierer denselben zeitlichen Aufwand verursachen wie eine gute. Ich muss das nochmal lesen. Tipp. Selbst informieren. Schauen Sie sich auch die eigene Seite des Anbieters an. Haben Sie den Eindruck, dass Sie dieselbe Geschmacksrichtung haben? Sowohl im Konzeptionsgespräch als auch in der Durchführung sollten Sie darauf achten, dass Ihre Internetseite auch wirklich professionell gestaltet und programmiert wird. Das ist ebenfalls keine Frage des Preises. Eine schlecht umgesetzte Website kann für Gestalter und Programmierer denselben zeitlichen Aufwand verursachen wie eine gute. So. Jetzt sind wir bei Struktur, Wiedererkennung und Lesbarkeit. Dazu gibt es einen grünen Kasten, wichtig. Schnelle Navigation. Struktur und Navigation müssen so funktionieren, dass der Nutzer möglichst direkt und ohne Umwege die gewünschten Informationen finden kann. Bei einem für Kleinunternehmen nicht untypischen Gesamtumfang von rund 10 Einzelseiten sollte jede Unterseite direkt von der Startseite aus über einen aussagekräftigen Link erreichbar sein. Schnelle Navigation. Struktur und Navigation müssen so funktionieren, dass der Nutzer möglichst direkt und ohne Umwege die gewünschten Informationen finden kann. Bei einem für Kleinunternehmen nicht untypischen Gesamtumfang von rund 10 Einzelseiten sollte jede Unterseite direkt von der Startseite über einen aussagekräftigen Link erreichbar sein. So, Struktur, Wiedererkennung und Lesbarkeit. Schon von Beginn an sollte eine klare Struktur Ihres Internetauftritts sicherstellen. Schon von Beginn an sollten Sie eine klare Struktur Ihres Internetauftritts sicherstellen und hierbei sind Sie auch selbst gefordert. Gliedern Sie die Navigationspunkte klar, etwa in allgemeine Informationen zu Ihrem Unternehmen oder Ihrer Person und in Details zu den angebotenen Leistungen. Ein guter Webdesigner wird auch darauf achten, dass die Internetseite einen gestalterischen Bezug zu ihren bereits vorhandenen Designelementen hat. Ihr Logo muss auf jeden Fall in die Webseite integriert werden und auch die in Briefbogen oder Praxisschild verwendeten Farben sollten im Internet auftauchen. Auf diese Weise lässt sich der Wiedererkennungseffekt verstärken. Die leichte Lesbarkeit Ihres Internetauftritts spielt eine nicht zu unterschätzende Rolle. Weil erschöpfte Nutzer nur schwer zu begeistern. Ich bin gerade in Gedanken bei der letzten Webseite, die ich online geschickt habe. Deshalb lache ich mich gerade ein bisschen kaputt. Die leichte Lesbarkeit Ihres Internetauftritts spielt eine nicht zu unterschätzende Rolle, weil erschöpfte Nutzer nur schwer zu begeisterten Kunden werden. So sind helle Schriften auf schwarzem oder dunklem Hintergrund sehr schlecht zu lesen und ermüden rasch das Auge. Daher sollte diese Kombination nur für kurze Texte oder Überschriften eingesetzt werden. Dunkle Schriften auf hellem Hintergrund sind hingegen angenehm zu lesen. Tipp: Die richtige Schrift wählen.
Bevorzugen Sie für Online-Texte schnörkellose Schriften, bei denen die Buchstaben nicht auf Füßchen stehen. Diese klaren Schrifttypen werden im Fachjargon als serifenlose Schriften bezeichnet. Die Lesbarkeit lässt sich dabei nochmals deutlich verbessern, indem der Abstand zwischen den Zeilen etwas vergrößert wird. Content-Management-System, ja oder nein? Zum Ziel der eigenen Webseite, also Content-Management-Systeme, ja oder nein. Zum Ziel der eigenen Webseite führen viele Wege. Die Bandbreite reicht dabei von der klassischen Programmierung im Textcode über die Erstellung mit Maus und Grafikunterstützung in sogenannten Web-Editoren bis hin zu Content-Management-Systemen, bei denen die Inhalte der Seite in einem eigenen Redaktionssystem geändert werden können. Der Aufbau solcher Systeme ähnelt häufig Textverarbeitungsprogrammen und der Umgang mit ihnen lässt sich schnell erlernen. Für Sie stellt sich dabei die grundlegende Frage, ob ein solches CMS zum Einsatz kommen soll. Dafür spricht, dass Sie die Inhalte der Webseite verändern können, ohne den eigentlichen Programmcode kennen zu müssen. Durch die Anmeldung als Administrator gelangen Sie bei einem CMS, einem Content Management System, in den sogenannten redaktionellen Bereich, wo Sie auf recht einfache Weise bestehende Seiten ändern oder neue Unterseiten anlegen können. Gängige CMS-Plattformen für große Internetauftritte sind Typo3 und Joomla. Für kleine Umfänge sind WordPress oder CM Simple gut geeignet. Alle genannten CMS-Plattformen sind kostenlos verfügbar, weil es sich um sogenannte Open-Source-Systeme handelt. Warum Open-Source-Systeme kostenlos verfügbar sind, erschließt sich mir an der Stelle nicht. Die von einer Gemeinschaft von Freiwilligen entwickelt und gepflegt werden. Allerdings setzt ein CMS voraus, dass Ihr Hosting-Unternehmen, das ist der Anbieter, es gibt sogenannte freie Software, die ist kostenlos, aber Open-Source-Software muss nicht unbedingt kostenlos sein. Allerdings setzt ein CMS voraus, dass Ihr Hosting-Unternehmen, das ist der Anbieter, bei dem Sie Ihre Webseite verwalten, das Einrichten einer Datenbank ermöglicht. Das ist nur in den etwas teureren Tarifen möglich. In den günstigen Basistarifen können Sie hingegen bereits eine Website veröffentlichen, die einfach im klassischen HTML programmiert ist. Tipp: Wann ein CMS sinnvoll ist. Ein CMS ist für einen professionellen Internetauftritt nicht notwendig. Hilft Ihnen jedoch bei der einfachen Pflege Ihrer Website. Den Einsatz sollten Sie dann in Betracht ziehen, wenn Sie die Inhalte Ihrer Webseite häufig ändern möchten und über gute allgemeine PC-Kenntnisse verfügen. So. Wie viel ein Internetauftritt kosten darf? Wie teuer ist ein Internetauftritt? Diese Frage lässt sich ebenso wenig pauschal beantworten wie die Frage, wie teuer ein Auto ist. Da gibt es den Mini-Flitzer für weniger als 10.000 Euro und die Luxuskarosse, die das Zehnfache kostet. Allerdings lässt sich für nebenberuflich Selbstständige die Dimension schon deutlich eingrenzen, denn eine Luxus-Webseite für mehrere tausend Euro brauchen Sie mit Sicherheit nicht.
Die Kosten für den Internetauftritt lassen sich in zwei Kategorien aufteilen. Die einmaligen Kosten für die Programmierung und Einrichtung der Webseite und die laufenden Kosten für die Bereitstellung im Internet, das sogenannte Hosting. Einen professionell gestalteten und sauber programmierten Internetauftritt bekommen Sie häufig für weniger als 10.000 Euro. Wenn es sich um eine sehr einfach strukturierte Seite mit weniger als 10 Unterseiten handelt und Logo sowie professionelle Fotos bereits vorhanden sind. Damit haben Sie zumindest einmal einen Grundstein gelegt und sind im weltweiten Datennetz auffindbar. Für den Beginn ist das meist ausreichend. Ob es sinnvoll ist, später nochmals Geld zu investieren und die Webseite aufzupeppen, hängt davon ab, wie viel zusätzlichen Umsatz und Gewinn Sie daraus erwarten. Teurer wird es, wenn gleich ein Online-Shop-System mit eingebaut werden soll. Hier empfiehlt es sich fürs Erste, ein bereits bestehendes Standard-Shop-System mit dem Einbau Ihres Logos und Ihren Unternehmensfarben anzupassen. Das ist mit wesentlich geringerem Aufwand möglich als die Neuprogrammierung von individuellen Funktionen. Bei den Hostingkosten kommt es darauf an, ob Sie für ein CMS oder einen Online-Shop eine Datenbank benötigen oder auch mit einer reinen HTML-Website ohne Datenbank auskommen. Wenn Sie keine Datenbank benötigen, sollte Ihr Hosting-Dienstleister deutlich weniger als 5 Euro pro Monat verlangen, mit Datenbank weniger als 10 Euro. In diesem Zusammenhang sollten Sie vorsichtig sein, wenn es um scheinbar kostenlose Website-Gestaltung geht. Manche Unternehmen gehen gezielt auf Kundenfang, indem sie die Gestaltung zum Nulltarif anbieten und den Kunden dafür über Jahre hinweg in einem teuren Hosting-Vertrag binden. Wenn Sie monatlich 30 Euro fürs Hosting bezahlen, summiert sich das im Laufe von 5 Jahren auf 1.800 Euro. Für dieses Geld können Sie sich gleich mehrere Internetauftritte leisten. Tipp: Sichern Sie sich den Zugang. Lassen Sie sich vom Webdesigner bzw. der Agentur die Zugangsdaten des Providers aushändigen. Damit können Sie vermeiden, dass Sie an Ihre eigenen Daten nicht herankommen, weil Username und Passwort bei einem Dritten liegen. Sie haben jederzeit die Freiheit, sich für eine spätere Gestaltung und Erweiterung der Website einen anderen Dienstleister zu suchen, wenn Sie mit dem bisherigen nicht mehr zufrieden sind. So. Das Ganze endet mit: So werden Sie gefunden, obwohl die Eieruhr jetzt gleich schellt. Wenn ich das auch noch vorlesen, dann bin ich ein bisschen über der Zeit. Aber ich bin mit dem Kapitel fertig. So. Sonst komme ich in dem Buch nie zum Ende. Es sind immerhin 150 Seiten. So. So werden Sie gefunden. Ihre Website soll nicht nur von Eingeweihten gefunden werden, die ihre Internetadresse bereits kennen, sondern auch von denen, die im Internet anhand einschlägiger Begriffe nach bestimmten Dienstleistungen und Produkten suchen. Nun gibt es natürlich kein Patentrezept, wie Sie bei den Suchmaschinen stets den ersten Platz in den relevanten Ergebnislisten belegen können. Doch wenn Ihr Webdesigner einige Grundregeln beherzigt, haben Sie zumindest eine reelle Chance auf einen guten Listenplatz. Stichwörter festlegen.
legen Sie 3 bis 5. Stichwörter fest. Legen Sie die 3 bis 5 wichtigsten Stichwörter fest, die Ihre potenziellen Kunden häufig verwenden. Das ist beispielsweise die Stadt in Kombination mit Ihrem Beruf oder Ihrer Branche. Dazu können noch Stichwörter zu besonderen Leistungen kommen, die Sie in Ihrem Angebot führen. Eins der Stichwörter sollte aber auf jeden Fall Ihr Firmenname sein. Stichwörter verteilen. Diese Begriffe sollten in Ihrer Webseite immer mal wieder auftauchen, und zwar an verschiedenen Stellen. Es geht dabei nicht nur darum, die Attraktivität Ihrer Seite für den Besucher zu steigern, sondern besonders auch für die Suchmaschinen. Das Ganze nennt sich Suchmaschinenoptimierung, steht hier in Klammern und in Anführungsstrichen. Diese Optimierung wird im Fachjargon als Search Engine Optimization bezeichnet. Im Internet gibt es etliche kostenlos nutzbare Werkzeuge, um die Search Engine Optimization zu testen. Einige populäre Vertreter finden Sie, wenn Sie in der Suchmaschine die Suchworte SEO, S-E-O, Tools, schreibt sich T-O-O-L-S, eingeben. Wichtige Stichwortpositionen sind der Seitentitel im oberen Balken des Browserfensters, die für Betrachter nicht sichtbare HTML-Schlüsselbegriffe, die Überschriften sowie die Inhalte der einzelnen Unterseiten. Internetseite anmelden. Lassen Sie Ihre Webseite in kostenlosen Verzeichnissen wie zum Beispiel dem Gewerbeverzeichnis Ihrer Gemeinde verlinken. Wichtig ist auch ein Eintrag in das weltweite Webverzeichnis DMOZ, das Sie unter www.dmoz.org/world/deutsch/ finden. Es geht weiter mit Werbung in sozialen Netzwerken.